Hey Leute, das heutige Video handelt von Live-Shows und ich habe auch bald eine Live-Show. Am kommenden Freitag, dem 3.3., trete ich in Innsbruck auf. Die Show ist quasi ausverkauft, aber hinten ist ein Vorhang, den man noch weiter nach hinten hängen kann. Also wenn ihr jetzt Lust habt, ein Ticket zu kaufen, können wir den Saal noch ein bisschen vergrößern und euch noch unterbringen. Im heutigen Video geht es um amerikanische Stand-Up-Comedy und da möchte ich kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Also es werden Witze gemacht über Alkoholismus, häusliche Gewalt, psychische Probleme, Antisemitismus. Falls ihr auf eines oder mehrere dieser Themen sensibel reagiert, dann bitte ich euch, das Video nicht zu schauen oder zumindest nicht alleine. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Darbietung. Es ist ein kleiner Ausschnitt aus dem, was in Thomas' Gehirn so abgeht. Und wir sehen uns bald in Innsbruck oder sonst irgendwo auf der Welt. Tschüssi! Ich glaube, eine gute Live-Performance hat das Potenzial, dein ganzes Leben zu verändern. Und zwar erstmal natürlich auf so einer rein oberflächlichen Ebene. Also ich kenne Leute, die haben Whitney Houston oder Frank Zappa oder Kurt Cobain live gesehen. Die erinnern sich natürlich ihr ganzes Leben an diesen Moment. Aber auch so, was die Performance mit dir macht, was die Performance in dir auslösen kann. Und da ist es egal, ob das eine Straßenmusikerin ist oder eine Freundin, die dir einen Witz erzählt. Oder ob es was ist, wofür du Eintritt bezahlt hast. 1, 2, 3, 4, 5. Was für ein toller Sound. Ja, ich grüße mich. Hallo, ich. Ich wollte nur fragen, ob du noch mehr Getränke brauchst oder ob alles gut ist. Alles passt. Alles passt, gut. Jetzt kannst du ihn echt sehen. Eine große Verehrerin. Von dir? Nein, von dir. Eine Performance ist wie eine Party, eine Art Mini-Urlaub. Das Publikum besteht aus Spitzern und Zahnärzten, also Alkoholikern und Psychopathen und Zahnärzten. Ich bin aus dem Hund holen und ich bin nicht so gut mit Namen. Deshalb habe ich mich lange gefragt, wie ich den Hund nennen soll. Ja, also ich glaube, ein cooler Name wäre Papa. Da könnte ich mal so Sachen sagen wie, oh Papa, nicht auf den Teppich pinkeln, Papa. Also es war unglaublich anstrengend und ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen dümmer als vorher. Haben wir 2 Monate oder 3 Monate in New York gewohnt? 3 Monate, glaube ich. 3 Monate, war echt eine ziemlich lange Zeit. Es war zu lang, kann man sagen. Und irgendwann war halt einfach Lara in der Stadt. Und dann, das war eigentlich das Highlight der ganzen Zeit. Es ist ein unglaubliches Gefühl, die Energie von vielen Menschen in einem Raum zu spüren. Aber mindestens genauso schön kann es sein, anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie diese Energie spüren. Hazel Brugger und Thomas Spitzer, bei denen wir unsere erste Folge, genau vergangenen Montag vor 3 Jahren unsere erste Folge aufgenommen haben. Vielen Dank. Man muss am Anfang ständig das Publikum umarmen. Ja. Um es dann in die Fresse hauen zu können. Das erste Mal richtig in einem Ensemble aufgetreten bin ich bei den Musicals Cabaret und Anything Goes. Scheiß auf dein Renommee. Wenn du ein Deutscher wärst, würdest du mich verstehen. 2014 habe ich bei der Organisation von einer Big Band Reise durch den Amazonas mitgeholfen. Wir sind 2 Wochen den Rio Negro abgefahren, haben vor indigenen Völkern Auftritte gehabt, die das zum Teil ganz gut fanden. Danach hatte ich Kontakte zum Goethe-Institut. Mit den Kontakten zum Goethe-Institut habe ich dann weitere Reisen geplant. Nach Taiwan zum Beispiel, nach China und in die USA. In dieser Zeit lernte ich eine gewisse Dame besser kennen. Auch wie ich ein Entertainment-Freak. Also das mochte ich immer schon an Hazel, dass man mit ihr sowohl über Moneyboy als auch über Hegel reden kann und sie beides genau gleich behandelt. Und dann habe ich angefangen, für Hazel und mich Reisen zu organisieren, die das Goethe-Institut bezahlt. Mit Strandurlaub hatte das nichts zu tun. Es ist nicht so, dass wir um die ganze Welt jetten, nur um irgendwo am Strand zu chillen und Cocktails zu trinken auf Staatskosten. Also nicht nur, manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Prost! Prost! Wir trinken das jetzt again. Aber ja, du hast immer was davon mitgenommen. Diese Reisen haben dich verändert. Heb mal ab und wähl 3x5 und dann 1. Dann müsstest du zur Technik kommen. Dann musst du sagen, Licht aus und Film ab. Und dass du die Hazel bist. Ja, hi, hier ist die Hazel. Wir sind soweit. Also Licht aus und Film ab.
Well, thank you very much. I'm from Germany. Yeah! As you can see, I'm like the most German looking person I know. If you give like a photo of every German face to an AI and say make a mixture of all these faces, they give you my face. If you have a porn in Germany, it's like two girls, one beer. Everyone says it's gross because it's only one beer. Ja, ich muss dir was erzählen. Erzähl! Rat mal, was ich gestern gemacht habe. Bist du aufgetreten? Ja. Nein, wirklich? Ja. Oh, wie cool! Wow, ich bin so stolz auf dich. Also man musste sich halt anmelden, Geld bezahlen und ist ausschließlich vor anderen Comedians aufgetreten. Und dann wurde man noch so mit einem Mikrofon anal penetriert, Weltverlust. Dieser Typ hier hat einfach während der Fahrt seinen Reifen verloren. Have you never seen this kind of thing? Ich stehe hier vor dem legendären jüdischen Fischrestaurant Russ and Daughters. Es ist da hinten. Legendär vor allem, weil Hazel und ich dort 2018, weiß nicht, jeden dritten Tag essen waren, als wir hier gelebt haben. Und was viele Leute nicht wissen, das habe ich auch mal in einem Buch von Ulrich Strunz gelesen, es gibt bestimmte Aminosäuren, die so eine Art High auslösen können. Und dieses Fischhai hatten wir in diesem Restaurant das ein oder andere Mal. Mega, mega, mega geiles Restaurant. Es ist der erste Tag in den USA. Ich bin hier ein bisschen rumgeschlendert, habe ein paar Beauty-Shots gemacht, ein paar Espressi getrunken. Versuche halt irgendwie klarzukommen. Zum Glück habe ich keinen Zahn verloren auf der Reise hierher. Das ist schon mal gut. Ich versuche jetzt einfach möglichst wenig Zähne zu verlieren. Das ist so meine Challenge für die nächsten 40 Jahre. Letztens hat der Zahnarzt bei mir die Zähne reingeschaut und einfach nur so geseufzt. So. Und dann hat er so gesagt, so, ja, wissen Sie, Zähne sind halt Gebrauchsgegenstände. Ich habe jetzt eben eine Knirschiene. Mittlerweile habe ich noch so ein Ding, wo man so die Zunge kämmen muss. Das ist so unangenehm. Muss ich jeden Abend sitze ich so dran und kämme die Zunge. Das ist wahrscheinlich dasselbe Gerät, das Sie so in so Dönerläden. I'm Derek Bean. I'm a stand-up comic from Seattle. And yeah, I moved to New York. I've only been here a few days. You know, it's still new. I'm still learning it. I've been doing stand-up a long time. Like probably, I started like 10 years ago. But it's been very off and on. Derek Bean ist ein junger Stand-up-Comedian, der wie ich so ein bisschen sein Glück versucht hat, in New York zu finden. Being able to say that I performed in New York for a certain amount of time, that'll help, you know, when I go back to Seattle. I feel like there's a trap, right, in trying to make it. You know, the idea of having made it and you're now successful because you've crossed some finish line. But, you know, there's no finish line in life, you know, until you die, of course. But, like, in the meantime, like, it's a continual process of just, you know, doing what you're doing and enjoying it. So, yeah, I'm trying to be more intentional in terms of what I'm enjoying and what I'm trying to do. Hallo zusammen, ich bin hier vor New York. Ein paar Leute haben mich gefragt, was meine Tipps wären für eine New York-Reise. Ich kenne mich mit New York im Allgemeinen nicht so gut aus, mit Manhattan ein bisschen. Das hier wären meine 7 Tipps für einen Trip nach Manhattan. Erstens, Manhattan ist teuer. Du wirst hier sehr viel Geld ausgeben und es ist total stressig. Also komm lieber kurz, lass es dafür krachen, als dass du für 2 Wochen kommst und dafür sparsam lebst. Das heißt, erstens, lass es krachen. Zweitens, geh in ein Musical. Drittens, geh nicht in ein Disney-Musical. Viertens, mach nicht so viel Sightseeing. Fünftens, schau Stand-Up-Comedy. Sechstens, besuche Orte, wo deine Lieblingsfilme gedreht wurden. Zum Beispiel hier oder hier oder hier. Siebtens, iss nicht bei solchen Ständen. Niemand, der in New York lebt, holt sich hier was zu essen. Hey, Josh! Oh, God! Yeah!
Perfekt, danke, schönen Tag noch, ciao. Das waren da Regale. Ja, das ist komisch, weil die Regale konnten ja nicht geliefert werden. Und dann habe ich sie ja beim Bauhaus gekauft. Dann hab ich da angerufen und gesagt, ich will das Geld zurück. Dann habe ich das Geld zurückbekommen und jetzt wurden sie trotzdem geliefert. Ein Hack. Aber jetzt haben wir zu viele Regale. Jetzt können wir die wiederum auf der Straße verkaufen. Ja, nee, was machen wir da? Sollen wir sie jetzt zurückgeben? Dann kriegen wir nochmal Geld zurück, oder? Dann kriegen wir noch mehr Regale. Dann verdienen wir Geld. Dann ist eine neue Einnahmequelle. Das sind so Medusa-Regale. Du nimmst mir ein Regal weg, du kriegst zwei zurück. Hazel und ich sind seit 9 Jahren zusammen. Hello. Und wie ihr alle wisst, hat Hazel ja eine amerikanische Staatsbürgerschaft. Gonna show you what a real bread looks like now. Yeah. Ja, look. Zeige. Also sind wir vor 5 Jahren in die USA gezogen, um mal zu schauen, wie sich das anfühlt, in den USA zu leben. Schlüssel wird jetzt eingepackt. Wir fahren jetzt in die Carnegie Hall. Als wir damals in New York waren, war es ja so ein bisschen underwhelming insgesamt. Also ich meine, es war natürlich auch eine ganz andere Situation irgendwie. Ich war ja am Boden zerstört, hatte keinen Cash. 150 Kilo. Ja, ich habe jede Woche 2 Kilo zugenommen. Also wir befinden uns jetzt vor den NBC Studios, hier direkt mitten in Manhattan. Es war unglaublich, was und wen wir dort alles auf einer Bühne gesehen haben. Tina Fey, Amy Poehler, Bruce Willis, Paul Rudd, Bill Burr, Jerry Seinfeld, Amy Schumer, wie heißt der Saul Goodman gespielt hat, Rachel Dratch noch von Saturday Night Live, Pete Davidson, den Arzt von Hangover. Wenn man bei dem Netflix-Special Bumping Mics genau hinschaut, sind wir im Publikum zu sehen. Aber meistens Spaß gemacht hat es eigentlich, KünstlerInnen zu entdecken, die noch niemand kannte und dann über die Jahre zu verfolgen, was aus denen geworden ist. Es gab eine ziemlich gute Stand-Up-Welle in dieser Zeit. Ich glaube, Ronnie Chang heißt der. Der war in Crazy Rich Asians zu sehen, in Shang-Chi und jetzt vor kurzem in Megan. Das war auch abgefahren, halt ein Stand-Up-Comedian in einer kleinen Bar auf einer Bühne zu sehen. Auf einmal ist er in einem Hollywood-Film. Mark Norman war irgendwann bei Joe Rogan. Und bei uns hat ein unglaublich krasses Special rausgehauen, Out to Lunch. Roy Wood Jr. heißt er, glaube ich, war irgendwann bei der Daily Show, also bei der richtigen Heute-Show. Sam Morrill war im Film Joker, hatte der einen Mini-Auftritt. Am krassesten ist natürlich Andrew Schulz und seine Entwicklung. Also Andrew Schulz ist ja in der Pandemie nochmal richtig durch die Decke gegangen. Und mittlerweile würde ich sagen, wahrscheinlich der relevanteste Stand-Up-Comedian, den es so gibt. So did you enjoy it? Was it hell? Did you hate it? No, we actually... It was really nice from the entertainment point of view. Yeah, we of ended course. Up asking ourselves, why do we not hate it? Like, what is the magic? How magical is this city that we are having the worst 2 months of our lives, but we still like there's it? There's no reason to like it. Yeah. No. You're right. It shouldn't be called Stockholm Syndrome. It should be called New York City Syndrome. Hey, that's good. Yeah, I agree. It's a shit town. It's horrible to live. Your living conditions are weird and you got to compromise everywhere you go. But it's magical. It's like a great boyfriend that also hits you. Hier ist es also, in der Straße hier. Da haben Hazel und ich im Sommer 2018 2 Monate gewohnt. Es war brutal heiß, es hatte 40 Grad, es war super laut, super nervig. Bauarbeiten direkt nebendran, die um 7 Uhr morgens gestartet haben. Einmal bin ich so ins Bad gelaufen, das weiß ich noch, habe so die Zähne geputzt, super müde. Und dann kam wirklich so aus der Wand raus so ein Bohrer. The construction workers next door, they hammered in a nail in the bathroom and the tip of the nail came out on our end. Es hat sich nicht so viel geändert hier. Ich bin echt erstaunt. Also viele von den Restaurants sind noch da. Das Einzige, was sich halt wirklich krass verändert hat in New York, ist diese ganzen Coffeeshops hier. Also das ist wirklich absurd. Es gibt wahrscheinlich mittlerweile mehr Coffeeshops in New York als Starbucks. Also es riecht in der ganzen Stadt nach Weed. Es ist immer Coffeeshop, 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 Coffeeshop. Hallo. And I went to Hamilton. And I got Advils before. Oh, okay. Have you seen it before? Or? Yes, 2 times. Okay, okay. So I kind of knew what I was going into, but like the first
half an hour was really, really, really good. I felt I understood Hamlet for the first time. He was speaking to you. Yes. But then afterwards, I was really crumbling. And I puked and everything. Mm. I was like, that's really, really bad. Too much? Yes. Yeah. Yeah, I have that same reaction with, I can't do weed or edibles. I still do, but I shouldn't. Because, yeah, every time I end up with a panic attack, I end up, like, not feeling good. Yeah, just kind of racing thoughts. Viele Leute glauben mir nicht, dass ich Musicals mag. Musicals und Stand-Up-Comedy könnten ja auf eine gewisse Art auch nicht gegensätzlicher sein. Bei Stand-Up geht es um die Ich-Perspektive eines Individuums. Ja, ich glaube, man muss irgendwie klar machen, dass man die respektiert und so, und dass sie irgendwie, dass man die mag und irgendwie so ein bisschen auf Augenhöhe ist. Was sich nicht verkleidet, was ganz alleine auf der Bühne vor einem Mikrofon steht. Man sieht auch ein Mikrofon. Yes, as a Stand-Up, you're on stage and you're being you and it says your name behind you. Also Musicals haben halt so diesen Flash, ja, wenn da irgendwie 10 nackte Frauen stehen und dich anschreien, so, also ich kann da gar nicht anders, als einfach zu denken, so, wow. Das ist so wie die Super Bowl Halftime Show oder so. Es ist einfach so, so viel auf einmal. Musicals werden in Deutschland immer so als alberner Kitsch abgetan. Also man denkt dann irgendwie an König der Löwen in Hamburg. Aber es gibt schon auch subversive Musicals. Also, wie heißt, ich glaube, Stephen Sondheim heißt er, der Sweeney Todd zum Beispiel gemacht hat. Der hat ziemlich krasse Musicals geschrieben. Cole Porter, so der erste große Musical-Komponist, der hat, glaube ich, in den 30ern, 40ern gewirkt, der nicht offen schwul war und die Nummer Blow Gabriel Blow geschrieben hat. Über den Erzengel Gabriel, der in sein Horn blasen soll. Aber diese Nummer kann eben auch heute würde man sagen, queere Hymne verstanden werden. Also quasi als Aufforderung zum Oralsex. Thomas, frag mich mal kurz, was mein Rappername wäre. Was wäre dein Rappername? Lil Lump. Hamilton, über Alexander Hamilton, den Gründervater der USA, ist wahrscheinlich das erfolgreichste neue Musical. Und es ist ein Musical, was mehr oder weniger im stillen Kämmerlein entstanden ist und erstmal auf Broadway aufgeführt wurde. Also es war nicht der richtige Broadway. Und dann total durch die Decke gegangen ist. Eine Karte hat irgendwann $800 gekostet. Obama hat sich's angeschaut und so weiter. Und es war dann ein Riesenhype. Wurde dann von Disney für, glaube ich, 60 Millionen gekauft. Ich muss sagen, dass ich Hamilton am Anfang, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, gar nicht mochte. Ich fand es sogar richtig schlecht. Ich dachte mir so, hä, was? Das ist Hamilton so irgendwie? Weil die Idee von Hamilton ist so ein bisschen so, historische Persönlichkeiten rappen miteinander oder gegeneinander. Also so Thomas Jefferson und George Washington haben einen Rap-Battle. So das irgendwie. Und das fand ich so, ich weiß, so richtig prätentiös. Looks like we have to make a reservation, because there is an approximate waiting time of 50 minutes. Aber als ich dann nach New York gegangen bin, dachte ich, ich muss dem Musical vielleicht nochmal eine Chance geben. Vielleicht ist da irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Dann ist mir aufgefallen, dass vor allem nach hinten raus das Musical ziemlich emotional ist und sehr, sehr zarte Lieder hat, für die es nicht so wirklich einen Grund gibt, in dem Musical zu sein. Mir hat es mir echt ganz gut gefallen. Ich verstehe immer noch jeden, der das Musical nicht mag. Aber mittlerweile gibt es genauso viele, für mich genauso viele schöne wie störende Elemente an dem Musical. Und dann habe ich sogar nochmal in New York gesehen. Davor habe ich Gummibärchen für Erwachsene genommen, was ich besser hätte lassen sollen. Vor allem in der Menge. Naja, dann hat mir Hamilton echt gut gefallen. Ich mag es eh, mir Dinge, vor allem Dinge, die gut gemacht sind, natürlich mehrmals anzuschauen. Ich kann es eigentlich gar nicht so richtig glauben, dass wir das Musical schon 6-mal gesehen haben und jetzt die beiden Hauptdarsteller von unserer absoluten Lieblingsshow kennenlernen dürfen. Es ist wie man eine Joggingrunde ganz oft gelaufen ist, dann wird sie im Kopf kleiner und man verliert dann irgendwie so ein Zeitgefühl auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch aus KünstlerInnen-Perspektive spannend, weil man irgendwann... Am Anfang ist bei krassen Kunstwerken immer so, dass es so ein Flash ist. Und wenn man sie dann mehrmals schaut, dann merkt man, an welchen Stellen der Flickenteppich zusammengestickt wurde. Und ich habe dann irgendwann das Gefühl, dass ich fast beim Entstehungsprozess dabei war. Das musst du dann schneiden, Thomas. Das Verrückte ist halt auch, das habe ich erst gestern erfahren, es war so ein Hot Topic Mic, also wo Leute einfach so Begriffe reinrufen und man muss dann was dazu riffen. Oh mein Gott, und du hast es gemacht?
Yeah. In Germany, you know, we don't really have hot topics. We are like, we're really conservative, so we just happy when nothing happens. Last time when we had the hot topic, we started the world war, so we're just keeping it chill. Are there any Jews? I think that's like the main reason why Germany is not funny, because got rid of all the funny. There's like a golden zone, like a happy medium of, you know, pushing people's expectations, voicing the unheard, you know, without just turning people off and upsetting people, right? Ganz zum Schluss bin ich noch mit Derek Käsekuchen essen gegangen. Ich dachte mir, wenn ich schon in New York bin, muss ich noch New York Cheesecake essen. My wife recommended this. Oh, hell yeah. Und da hat er angefangen, mir von seiner polyamorösen Beziehung vorzuschwärmen. So you guys are like monogamous, like only date each other? Yes. It's fucking wild, man. Und davon, wie die Polyamorie sein Leben verändert hat. I thought about a poly joke. Yeah. I thought I could say something like, I always thought I wanted to live polyamorous, but then I was really struggling financially and met a wealthy woman. Yeah, yeah. I realized I'm monogamous. Really. Yeah. All of a sudden, I love commitment. My friend has this great joke, Mike Racine. He says he read a headline that said, pedophile molests 500 kids in a year. He's the worst pedophile ever. And my friend's joke is, I don't know, it sounds like he's the best pedophile. Yeah. You know, he's really killing efficient. It. And it's a great joke, but you could see how some idiot would go, you're saying pedophiles are good? Like, no, I'm saying he's the best at it. Well, I hope that we can return to an ironic take on all of these un-PC things, because that's how I first fell in love with comedy, was watching someone like Sarah Silverman, who played this character who is racist, thoughtless, just such a cunt. Tell us about your wife. My wife? My wife is a German comedian. She's like a superstar in Germany. She's like the most funny German person, like objectively, which is not like an achievement, you know? Who is she? Yeah. Hazel Gruber. Okay. She's say that slowly, please. Hazel? She was born in San Diego, actually. And she's called Hazel. Yeah, that's. I went to New York to not talk about my wife. Living in the shadow of my wife. Bin ich beim Torino, einer Pizzeria, wo Hazel und ich im Sommer 2018 sehr oft waren, wo ich alleine in der letzten Woche dreimal war. Und hier werde ich mir jetzt noch ein abschließendes Gericht schmecken lassen. Das war mein New York-Trip. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch inspiriert. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt mir gerne, wenn ihr noch Tipps habt für New York, wenn ich irgendwas total falsch sehe, wenn ihr wollt, dass ich nie wiederkomme, sagt gerne Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert es, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, schreibt Kommentare, habt Spaß, kommt gut in die Woche. Bis dann. Ciao. Yo, ich bin hier Backstage bei der Freiburger Kulturbörse. Bodo Wartke macht, glaube ich, gerade Soundcheck. Da ist er. 10 Uhr. Spezi ist ready. Wie fühlt es sich an, wenn man weiß, dass man gleich hingerichtet wird? Ich hätte doch Klavierkabarett machen sollen. Where'd you get the Bass Pro Shop shirt, honestly? And why? Yeah, I've started to see him. I see the hats around too. Like, yeah, I find it funny. Yeah, yeah. It's a joke, you know? It is, yeah.